Grüß Gott, mein lieben Pasinger, der Jens, auf einen kleinen Spaziergang in die Halle 2. Gebraucht Möbel zweiter Wahl für jedermann. Bin ich nun hier mal, habe mir den Weg gemacht vom Heidelweg bis dahin raus, fast eine Stunde laufe jetzt schon mal an, und bin dann hier auf dieses, in diesem ehemaligen industriegebauten Wohngemeinschaft, Ghetto wieder, ich weiß nicht, also schön schaut anders aus, da hinten dieser traurige Spielplatz. Hier hat man damals propagiert, schöner wohnen, das, wenn das Grün nicht wäre, wo ich jetzt gerade draufstehe, und diese schönen alten Wiesen, diese alten Blumenwiesel, die wachsen dann nur, weil man dann den Bauschutt gelassen hat und wahrscheinlich den Samen gestreut hat. Das, wenn das nicht wäre, wäre das traurig hoch 5, aber es ist auch immer noch traurig hoch 5. Hier möchte nicht mal sonst wohnen. So wohnt man im 21. Jahrhundert. Ja. Architekten sind alle stehen geblieben. Ich weiß nicht, was das für Baustil sein soll. Die müssen alle im 1920er Stil stehen geblieben sein. Schachtelbauweise vom Bauhaus lässt grüßen. Ja. Gibt so schöne, man kann so schöne Häuser bauen. Warum das immer hier so reingequetscht und geschachtelt wird, ist mir ein Rätsel. Und das kostet alles immens viel Geld. Ob jetzt Miete oder Eigentum. Also der Jens aus Pasing. Also fällt mir nichts mehr ein. Hier möchte ich nicht wohnen. Noch einmal wiederhole ich mich. Nicht einmal umsonst. Bleibt es mir gewogen, dann erfahrt ihr mehr. Für's euch.